was in der letzten Episode Corpse Party geschah. Wir wurden eingeleitet in das Chapter 2 durch einen Rückblick zurück zu Saiko und Naomi, sodass wir sehen konnten, dass die beiden doch sich besser verstanden haben, als man sich das überhaupt erdenken konnte. Und dann wurden wir zurückgebracht an den Ort, wo wir sehen mussten, wo sich Saiko erhangen hat und Naomi das sozusagen noch einmal durchleben musste. Und das war auch schon der kleine Anfang, wie wir überhaupt in das Chapter 2 reingebracht wurden. Und weiter ging es dann dadurch, dass wir die Lehrerin gespielt haben, Miss Yui. Und diese Lehrerin hat gesagt, dass sie ihre Schülerin sehr, sehr am Herzen hat. Und dann ist sie auf einen Geist gestoßen, der wohl sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit seinen Lehrerinnen oder seinen Lehrern. Und dieser Geist hat dann Miss Yui, sage ich mal, zurückgestoßen und mit einem Erdbeben sozusagen ist ein Schrank auf sie draufgefallen, der auch sie dann langsam umgebracht hat. Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Corpse Party. Ich bin Mod Little Campus Brain oder einfach nur Yannick. Und beim letzten Mal sind wir stehen geblieben und unsere Lehrerin hat ihr Leben gelassen für uns, die Schüler, die Studenten. Und beim letzten Mal sind wir stehen geblieben. Wir laufen jetzt hier rum mit dem jungen Mann und der Yui. Um genau zu sein ist das Yoshiki Kishinuma und Ayumi Shinozaki. Und die Shinozaki ist ja die kleine Schwester von dem Saito, irgendwie sowas heißt der. Davon ist es auf jeden Fall die kleine Schwester. Und wir wollen uns jetzt erstmal ein wenig hier umgucken. Wo geht's denn hier hin? Da oben ist das durchgebrochen. War da nicht vorher ein Schild dran, dass Lehrer da oben nicht erlaubt sind? Gruselig, gruselig. Bevor wir jetzt aber noch nach oben gehen, werden wir hier nochmal einmal reinschauen. Hallo? Klassenraum 2a. Okay, hier ist nichts Besonderes. The door sieht aus wie einfach nur so ein Modell an der Wand. Es kann nicht geöffnet werden. Ich dachte gerade, oh Gott. Es ist so kalt hier drin. Ja, und ich will gar nicht erst erwähnen, wie dunkel und gruselig das hier ist. Hey, Shinozaki? Hast du noch irgendwelche von diesen Kerzen? Genauso wie die, die du angezündet hast, als du diese Geistergeschichte erzählt hast? Oder als diese Geistergeschichte erzählt wurde? Ja, habe ich. Gib uns noch eine. Wie wäre es, wenn wir hier eine anzünden und wir beruhigen uns hier ein wenig? Also uns ein bisschen aufwärmen. Die geben noch ein bisschen Wärme ab, oder? Ja, ich denke schon. Diese Kerze von mir, sie ist wirklich sehr warm. Ja, hast recht. Oh Gott. Okay. Da hat sich gerade irgendwie das geöffnet. Was zur... Das sieht aus wie eine Sackgasse. Ist das passiert bei dem letzten Erdbeben? Miss Yui, wo sind sie? Ich habe wirklich Angst. Ich sorge mich. Ist sie nicht genau da drin? Gruselig, gruselig, wie ich schon anmerkte. Okay. Dann wollen wir mal sehen, was wir hier noch mit den beiden hier erleben. Und ob wir Miss Yui noch finden. Okay, was gibt's jetzt hier oben? Wenn du irgendwelche Namen, solche Namentags von Körpern nimmst in dieser Schule, bring sie bitte zu mir. Ich werde die zu meiner Kollektion hinzufügen. Kustodian. What? Was zum? Autsch! Was war das? Passiert das, wenn wir da wieder reinlaufen? Okay. Ein Bild, gezeichnet von einem... Sieht zumindest aus, als gezeichnet wurde von einem Kind. Das Ei ist auf dem Ding... Oh Gott. Vier grinsende Kinder, die einen älteren Menschen, einen Erwachsenen umkreisen und ihn zu Tode stechen.
Unangenehm, sich das anzusehen. Ganz viele tote Käfer auf den ganzen Regalen. Okay, und hier können wir nicht rein. Nope. Da können wir nicht rein. Okay. Dann werden wir uns unten ein wenig weiter umsehen müssen. Was auch immer das da oben war. Was zur Hölle? Das war ja komplett komisch. Naja, wir können ja hier auch auf jeden Fall auch noch nach unten gehen. Mal sehen, ob uns hier irgendwas Tolles erwartet. Hier ist ein Eimer. Hier ist eine komische gelbe Flüssigkeit drin. Hier ist auch noch das Brett. Wir sind genau da, wo wir auch schon mit den anderen waren. Was zur... Das ist jetzt der Sinn dahinter, dass das so verschiedene Parallelen übereinander sind. Was machst du da? Was ist los? Ich habe nur einen Gedanken bekommen. Von der Klassensprecherin Shinozaki, die berühmten Gruselkerzen. Es gibt keinen anderen Studenten in 2.9, der irgendwie ansatzweise ähnlich mit denen ist, oder? 10 Klasse 全部 で 有名 da jo. 階段委員長って. Okay. Willst du mich verarschen? Da ist nicht ein Student in deinem Jahrgang, der irgendwie die gesehen hat. Leute nennen dich die Horrorsprecherin von Kisaragi für wegen einem Grund. Also gerade wegen dem Grund, wegen den Kerzen. Also. Wie wär's, wenn wir jetzt ein paar Kerzen anzünden, genauso wie hier, über die ganze Schule, über das ganze Gebäude verteilt? Das sind sowas wie Signale für Mushida und die anderen. Die lassen die im Glauben, dass du und ich und Mrs. Shishido alle hier sind und sicher. Und ja, ich denke schon. Sieht mehr so aus, als ob sie versucht, irgendwas zu finden, dass sie sich sicher fühlt. Wenn es ihr hilft. Komm schon, lass weitergehen. Okay. So. An den Punkten können wir immer noch speichern, ne? Können wir immer noch. Können wir sogar eigentlich mal machen. Ich meine, ich speichere eh immer mit dem internen Programm hier, aber kann man ja trotzdem mal machen, nicht? So. Dann wollen wir doch mal hier schauen. Was geht jetzt ab? Warum ist hier plötzlich so gruselige Musik? Da ist ein Zettel. Living friends were able to return the sanity. Lebende Freunde, die die Kraft oder die Fähigkeit dazu haben, ihren Verstand und ihren Grund wiederzufinden, sind die einzigen Lichtstreifen der Hoffnung, sozusagen. Okay, das ist schon krass. Hier sind auch die Schuhe, die wir schon gefunden hatten mit Psycho. Ihr habt ja so... Oh-oh. Oh Gott. Das sind menschliche Knochen. Oh Gott, nein. Oh Gott. Geht's dir gut, Shinozaki? Mir wird schon gut gehen. Ich hyperventiliere. Nur ein bisschen. Geh mir nicht jetzt auch noch drauf. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ein- und ausatmen. Komm schon. Wir müssen Miss Yui finden. Ja. Wo zur Hölle ist Satoshi? Wenn er hier wäre, wette ich, dass Shinozaki auf jeden Fall viel ruhiger wäre. Was stehst du hier so rum? Jetzt lass hier weggehen. Ja, auf jeden Fall okay. Judging by the size of people. Also, so wie man sich das angucken kann, diese Größe von denen, sieht es so aus, als ob das die Überreste von
einem Junior- oder einem Senior-Highschool-Studenten sind. Und wenn man näher rangeht, ist da ein Name-Tag dran. Byadukan Senior High School, Class 2-4, Kai Shimada. Kisame. What the fuck? Hast du das auch gehört? Wir müssen hier ganz schnell weg. Okay. Aber ich will mir die anderen auch noch angucken. Tomohiro Okawa. Wen haben wir hier? Masato Fukuroi. Und hier haben wir noch Hikari Kirijo. Okay. Okay. Boah, das ist alles übel angsteinflößend, was hier gerade passiert. Victims Memoirs. Die Memoiren von einem Opfer. 1 bis 5. Ich habe meinen Freund jetzt heute gegessen. Was hätte ich sonst tun sollen? Ich war am Verhungern. Wir beide waren am Verhungern und hier ist kein Futter oder kein Essen. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass einer von uns versuchen sollte, ein wenig länger zu überleben. Wenn ich irgendwann nach Hause komme, dann muss ich jedem Menschen sagen, was hier auf uns wartet, was passiert ist. Oder jedem Menschen, der auf uns wartet, zu sagen, was hier passiert ist. Naja, wir haben uns entschieden, dass derjenige, der Schere, Stein, Papier gewinnt, ja, der... Oh Gott, der Verlierer ist den Gewinner. What the fuck? Und ich hab verloren. Ich hab sein Blut... Oh Gott. Gefühlt, wie es mein Rachen runtergegangen ist. Und sein Fleisch... Und ihr Fleisch war... Einfach nur befriedigend und lecker. Aber das Blut und das Fleisch, das war mal mein Freund. Nur ein paar Stunden vorher habe ich gesprochen mit ihr. Als ich sie gegessen habe, da habe ich immer nur drüber nachgedacht. Dieses Essen, das war mal eine Person. Bevor ich es auseinanderreißen konnte. Oh Gott, alles zusammen... hat ein Leben sozusagen gefüllt. Und jedes Mal, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich angefangen zu weinen. Und ich konnte gar nicht aufhören. Ich wollte... Oh Gott, ist das eklig. Ich wollte noch einen Teil von ihr bei mir haben, selbst nachdem sie gestorben ist. Deswegen habe ich einen ihrer Augäpfel behalten. Boah, ist das eklig. Boah. Und ich dachte, vielleicht soll ich alles das hier niederschreiben, um das irgendwie, um mein Verstand, ein bisschen meines Verstandes noch zu beherbergen und für mich da zu haben. Boah, ist das krank. Ja, da sind Überreste von einem Skelett. In etwa in der Größe eines Mittelschulstudenten. Ein übler Geruch geht über den ganzen Flur, weil die langsam verrotten. Die ganzen Klamotten, die sie getragen hat, sind schon lange weg. Da sind keine identifizierten, also da kann man nicht mehr ein Geschlecht identifizieren, wenn man es nur ansieht. Warum war da gerade so eine lange Cutscene? Was zur Hölle ist das für ein Raum? Das ist nicht wie ein Klassenraum, den ich... Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Was ist los? Hey, Shinozaki? Mein Kopf... zerteilt sich? Geht's dir gut? Wir sollten hier nicht sein. Wir sollten hier wirklich nicht sein. Sieht so aus, als ob irgendwas da hinten ist, in dem hinteren Teil des Raumes. Das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Hey, was zur Hölle? Was machst du hier? Bleib zurück! Hä? Jetzt erschreck mich nicht so, Gott!
Du darfst auf gar keinen Fall in seine Augen gucken, okay? Ein rostiger, voll mit Blut getränkter Nagelknipser liegt auf dem Tisch. Das ist ein Nagelknipser, Mutter Gottes. Nailpuller. Ach, kein Nagelknipser, sondern so ein Nagel aus der Wandzieher. Was passiert, wenn wir ihm in die Augen gucken? Ich hab Angst. Oh Gott, ich habe in seine Augen geguckt und jetzt kann ich nicht mehr weggucken. Come with me. Hat er mich gerade gegessen? Was passiert hier? Es ist stockduster. Shinozaki, Miss Yui, Satoshi. Ist irgendjemand hier? Mann, wo zur Hölle bin ich? Habe ich geträumt oder sowas? Ich kann mich nicht bewegen. Es fühlt sich an, als ob Wände überall um mich rum sind. Bin ich in einem Loch oder sowas? Oh, was zur... Wer? Oh. Oh Gott. Hör auf. Dreck und... Von oben? Werden wir gerade lebendig begraben? Hör auf, was zur Hölle? Ich lebe hier unten. Willst du mich hier ertränken sozusagen? Oder ersticken lassen? Mein Mund wird total voll. Ich kann... Oh Gott. Stopp. Oh Gott. Ich... Kann ich atmen? Werde ich jetzt so sterben? Warum? Wer würde? Das kann doch nicht passieren. Oh Gott. Das ist nicht lustig. Hör auf! Meine Augen tun wirklich weh. Oh. Oh, allein die Geräusche. Kann ich atmen. Okay. What the fuck? Heilige Mutter! Okay. Dem werden wir definitiv nicht nochmal in die Augen sehen. Das ist nicht schön. Ich werde dir nie wieder in die Augen sehen, du hässliches Kind. Wollen wir speichern? Ich weiß nicht, ob wir speichern wollten. Warte, wo mache ich denn weiter, wenn ich... Narf. Wenn ich auf Chapter 2 gehe und Continue. So, da müssten wir jetzt eigentlich wieder in dem Treppenhaus sein, weil da habe ich ja vorher gespeichert. Zumindest hoffe ich das. Ja, da sind wir auch wieder. Wunderbar. Okay, gut. Dem werden wir nicht nochmal in die Augen sehen. Das ist nämlich keine gute Idee. So. Ach, das müssen wir jetzt ja auch nochmal einmal kurz durchmachen. Das machen wir eben jetzt ganz schnell durch. Das hat ja nicht ganz so lange gedauert. Das hatten wir ja schon mal. Oh Gott. Aber was war das? Der hat uns einfach lebendig begraben. Was zur Hölle? Ganz komisch. Krank. Einfach nur krank. Aber ich frage mich, wo und wie wir lebendig begraben wurden, weil irgendwie hatte der Typ eine Schaufel und konnte uns dann so zuschütten. Aber mit was und wo? Ich verstehe es nicht ganz. Aber trotzdem werde ich jetzt nochmal in den Raum gehen. Alleine aus dem Grund, weil ich diesen Nagelzieher da nochmal haben möchte. Weil wir den mit Sicherheit benötigen werden. So.
So, und schon sind wir auch hier in dem Raum drin. So fix geht das nämlich. Oh. Ich hoffe, wir kommen da überhaupt raus, ohne dem in die Augen zu sehen. Komm schon. Wir müssen jetzt eben noch das Teil holen. Ich werde ihm diesmal auch nicht in die Augen sehen. Was ist das für ein Wesen? Okay. Nicht in die Augen sehen. Kommt man überhaupt ohne an den vorbei, ohne dem in die Augen zu sehen? Okay. Wir haben es geschafft. Gut, wir sind an ihm vorbeigegangen, ohne ihm in die Augen zu sehen. Puh, wunderbar. Okay, was haben wir hier? Hier sind ganz viele Zettel und die können wir nicht lesen. Okay, wir können nämlich nicht lesen. Interessant. So, dann wollen wir uns hier auch mal wieder verziehen. Das war gruselig. Was haben wir hier? Es will einfach nicht aufgehen. Das sieht aus, als ob das einfach an der Wand wie ein Modell festgemacht ist und es kann auch nicht geöffnet werden. Okay. Oh Gott, hier ist noch so ein Körper. An den langen Bestandteilen von dem Haar, die über um ihn rumliegen, kann man davon ausgehen, dass das die Überreste einer weiblichen Studentin sind. Da liegt ein Zettel. Ist eine Notiz, die sehr hastig geschrieben wurde auf dem Boden. Der Schreiber sieht so aus, als ob er sehr Probleme hatte beim Schreiben. Denn die Buchstaben sind sehr inkonsequent und die ist sehr schwer zu lesen. Why, Sis? Warum Schwester? Warum Schwester? Es tut weh, es tut weh! Nachdem ich sterbe, der Schmerz wird weitergehen, für immer. Nein! Nein, nein, nein! Wow, 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 wow! Schwester, du hast mich angelogen. Du wirst mich zurücklassen, oder? Ist doch so. Ich werde dir niemals vergeben. Und ich werde niemals dich ansprechen, du krankes Wesen. Kasse, die Tür ist verschlossen. Da ist ein Geräusch innen drin, wie ein TV, der... ihr wisst das ja, wenn man so ein TV anmacht, dass er so dieses Schwarz-Weiße hat. Sollen wir mal mit dem Ding hier reden? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir sollten mit dem Ding nicht reden. Nein, nein, nein. Dann sterben wir nur wieder. Ich möchte nicht sterben. Sterben ist uncool. Mm-mm. So, wir gehen jetzt erstmal zurück und jetzt können wir ja gleich auch noch nach unten gehen. Was ist los? Warum sieht die so komisch aus? Was passiert mit dir? Was geht hier ab? Was geht hier ab? Hey Shinozaki! Wo willst du hin? Was zur Hölle war das? Bevor ich zu ihr hingehe, möchte ich speichern. Ich habe nämlich richtig Angst, was als nächstes passiert, Mann. Ich habe keine Ahnung, was als nächstes passiert, aber ich habe Angst davor. So viel weiß ich. So. Es gibt jetzt, wie gesagt, eigentlich nur den einzigen Weg, dass sie nach unten gegangen ist. Das werden wir uns jetzt gleich da unten nochmal ansehen. Was ist denn los mit... Die hatte auf einmal so richtig rot gequollene Augen. Komplett krank. So. Wo bist du denn hingelaufen? Da ist sie doch. Oh, sollen wir die so ansprechen? Ich habe richtig Angst vor dir. Shinozaki, da bist du ja endlich. Was ist denn los mit dir? Du siehst Psycho aus. Wie Sau. Niemand sagt das! Heute ist der Geburtstag meiner Tochter. Sie wird 7. Wir werden zusammen rausgehen und es zusammen feiern. Was tust du? Das ist ekelhaft. Ah!
Warum guckt ihr beide mich so komisch an? Jedes Mal, wenn du dich umdrehst und für einen Moment stehen bleibst und dich selbst fragst, ist diese Welt... Jedes Mal, wenn du dich umdrehst, warte einen Moment und frag dich selbst, ist diese Welt hinter deinem Rücken immer noch da? Deep question. Okay. Shinozaki? Oi. Hey. Oi. Hä? Huh? Kishinuma! Was los? Ja. Du hast gerade eben ziemlich abgefuckten, komischen Scheiß gelabert. Mhm. Hä? War sie nicht bei Bewusstsein? Muss der Druck gewesen sein. Ihre Nerven sind wahrscheinlich irgendwie schon in die komplett durchgebrannt. Ach, kein Problem. War wahrscheinlich nur meine Einbildung oder so. Mach dir keine Sorgen. Was war das? Das war krank. Okay. Ja, das sieht auch so aus, als ob sich das niemals öffnen lässt. Okay. Naja. Jetzt haben... Nicht du schon wieder! Come with me! Oh ne, nicht schon wieder! Oh ne! Oh ne! Nee. Okay, der Typ verfolgt uns jetzt also auch noch, okay? Oh Mann. Aber eigentlich bin ich dem ausgewichen. Ich frag mich. Wahrscheinlich hätten wir ihm nicht entgegenlaufen sollen, sondern nochmal zurücklaufen sollen. Aber ich wüsste nicht, wo ich dann oben hätte hingehen sollen, um zu entkommen. Boah. Und damit sind wir wieder beim falschen Ende. Boah, okay. Diese Folge ist richtig viel kranker Scheiß passiert. Heilige Mutter. Boah. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier auch erstmal einen Cut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte eine positive Bewertung da. Und schreibt doch mal einen Kommentar, wie ihr bis jetzt das findet, was jetzt alles passiert ist. Und ja, keine Ahnung. Schreibt mir einfach mal eure Meinung zu diesen wunderschönen Dingen, die passiert sind, in die Kommentare. Wie gesagt, sonst eine positive Bewertung da lassen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, in der Link ist in der Beschreibung ist ein Link zu meinem Patreon-Profil. Dort könnt ihr mal reinschauen. Der ist, wenn man die Beschreibung aufklappt, steht unten. Oder ihr könnt mich mal unterstützen. Da könnt ihr mal unbedingt draufklicken und mal reinschauen. Wir sehen uns. Ich bin euer Brain. Tüdelü mit Ü. Kapum!